zu den Top-Favoriten zählen? Ja, das ist richtig. Also ich denke, Australien, Griechenland gehören nicht unbedingt zu den absoluten Top-Favoriten, aber sie haben hier schon gezeigt auf dem Turnier, dass sie alle auch mal ärgern können und vor allem schlagen können. Mit der letzten Sekunde dieser Überzahlsituation Kroatien mit einem schönen Tor zum 1:0 machen zu können, denn dieses Unentschieden war mehr als nur verdient für Australien. Dann, wie erwähnt, in der Hauptrunde vorgestern dann das 8:4 gegen die deutsche Mannschaft, diese Viertelfinalqualifikation. Und damit war das Turnier für Deutschland beendet und das der Ausgleich. Ja, war sehr schön im Konter abgeschlossen, indem man nochmal quer gespielt hat. Paolo Obradovic, der Ausgleich für die Australier durch William Miller. Die Australier, die Kroaten mit dem ersten Angriff dieses zweiten Viertels in weißen Badekappen. Da hat er ja, aber auch zu viel Zeit bekommen. Kann sich das schön ausschauen. Können wie mit einem V-Spiel und Hinausstellung. Und jetzt wäre es natürlich für die Australier wichtig, wenn sie wirklich die Überzahlsituation einmal nutzen. So, jetzt auch schön zur Torlinie rechts rausgeschwommen. Schön. Ja, gut gespielt. Gut gespielt. Ausgleich Australien, ein absolut ebenbürtiger Gegner. Da waren wir uns zuvor nicht so ganz sicher, als wir über das Viertelfinale gesprochen haben. Die jüngeren der beiden Torhüter. Die Überzahlzeit ist abgelaufen. Eine Wurfzeit gibt es aber noch, wenn er den jetzt direkt nimmt. Jawohl! Jawohl! Etwas zerfahren am Ende der Situation, dadurch aber die freie Position erst gefunden und damit gehen sie tatsächlich mit 3:2. Die Australien Offensive nicht mehr richtig zum Entfalten gekommen, aber diesen Gedanken haben wir mittlerweile längst verloren. Haben das richtig gut in den Griff bekommen. Oh! Entschuldigung, ich habe es zu früh gesagt. Doch, doch. Es zählt, ja. Die kriegen es nicht nur gut in den Griff, die kriegen es hier richtig sensationell in den Griff. So eine Überraschung zum Ende. Die haben es natürlich sehr einfach, sich zu qualifizieren. Sie müssen meist nur gegen Neuseeland spielen. Und Neuseeland zählt gewiss nicht zu der ersten Reihe im internationalen Wasserball. So ist es. Die Begründung wäre natürlich eine denkbar einfache gewesen. Aber du hast sie ja eh schon gebracht. Ungarn, Italien, Spanien und die USA übrigens. Auch bei allen Turnieren dabei. Und das ist das 5:3. Ja, wer gedacht hat, jetzt geht es in die andere Richtung. Jetzt wacht Kroatien auf. Daraus machen. Gleich noch 4 Minuten zu spielen. Ja, er spielt überragend, der Linkshänder der Kroaten. Maro Jokovic. Matches im Griff hatten. Ja, man aber sieht sie immer wieder den durften. Positionskampf auf der Center-Position. Offensiv. Und da gab es eine Hinausstellung und jetzt haben die Kroaten hier. Ja, ja, in dem Moment, wo er rausschwimmt, ist der Center frei. Das ist nicht übergeben worden. Und deshalb ein geschickt genutzter Spielzug der Kroaten zum 5:5 Ausgleich. Luka Lonka hat sich da 1,5 Minuten. Schön gespielt. Ah, schade. Schade. Das hätte ein Tor verdient. Sehr, so, noch sehr schön. Eine Minute. Jetzt. Von genau im richtigen Moment abgeschlossen. Aber in dieser letzten Minute bekommen jetzt die Kroaten die nächste genau die Zeit. Das wäre sensationell. Der Knaller jetzt. Sensationell. Wenn alles gut geht, bekommt hier Kroatien keine Chance mehr auf den Siegtreffer. Aber Australien. Und die Überzahl bisher, die Situation haben sie toll gespielt. Zu glauben, 2 Sekunden vor Ende der Partie. An den Innenpfosten. Fatovic schlägt die Hände hinter den Kopf. Naja, da muss man ihm gar keinen Vorwurf machen, Richard Campbell. Schön rausgespielt. Auch das wieder
mit der Schlusssirene an den Innenpfosten. Und damit steht es 5:5. Und das ist unglücklich gelaufen für Australien. Die hätten hier den Deckel drauf machen dürfen. Stattdessen gibt es die Verlängerung. Wir sind noch Olympiasieger gewesen im letzten Jahr. Ja, haben dann aber einen Umbruch gehabt. Ja, 6 Mann sind nicht dabei aus dem letzten Jahr, aber trotz alledem sind unsere Runde weiter. Wow. Also nach dem Schwimmen gibt es nochmal die ganze Verlängerung auf jeden Fall für sie dann zu sehen, damit sie dann auch da nichts verpassen. Aber klar, wir bleiben jetzt erstmal bei den Schwimmwettbewerben. Das Entscheidende, das wichtige Tor haben wir ihnen also gezeigt. Wird hier jetzt schon im Bild zu sehen, im Bildausschnitt, da der eine oder andere vorgestellt wird. Gu Bierong, ein eher unbekannter Mann aus Guangdong. Einige Stars.